Hallo, mein Name ist Rainer Krumm, ich bin der Autor des Buches Mentales Training für Piloten und nun ist mein neues Buch erschienen, auch im Motorbuch Verlag, und zwar es geht um die dynamische Flugsicherheit in der Privatfliegerei. Die erste Frage, die sich wahrscheinlich einige stellen, was ist der Unterschied zwischen einer Flugsicherheit und einer dynamischen Flugsicherheit, gerne auch in der Abgrenzung mit statischer Flugsicherheit. Die statische Flugsicherheit ist immer eine Rückbetrachtung, das heißt, wir haben einen Unfall gehabt und es wird dann analysiert, was kann man optimieren, war es vielleicht ein Materialfehler, war es irgendein Luftraumverletzungsproblem oder was auch immer. Das heißt, es ist ein Unfall schon passiert und es wird dann geschaut, was kann man in der Zukunft besser machen. Die dynamische Flugsicherheit ist nicht reaktiv, sie ist proaktiv, das heißt nach vorne gerichtet und überlegt sich vom Grund her, was könnte passieren und wie kann man dies vermeiden. Ja? Und da steht der Mensch ganz, ganz stark im Mittelpunkt und deswegen ist es für mich ganz wichtig, wenn wir in der Privatfliegerei sicherer fliegen wollen, müssen wir das Thema unbedingt angehen. Die kommerzielle Luftfahrt hat sich das Thema schon seit einigen Jahren angetan, Stichworte Crew Resource Management und so weiter oder Threat and Error Management, das sind alles Themen, die durchaus die Flugsicherheit besser gemacht haben. Die Unfallzahlen sind in der kommerziellen Luftfahrt deutlich nach unten gegangen und mein Anspruch mit dem Buch war es quasi, was können wir als Privatflieger, egal ob Ultraleicht, Segelflug, was auch immer, gemeinsam tun, damit die Flugsicherheit noch besser wird und auf jeden Fall die Unfallzahlen in den Keller gehen. In dem Buch habe ich viele Themen eben zusammengefasst und habe aber unterschieden in vier verschiedene Dimensionen, damit dieses komplexe Thema auf jeden Fall greifbarer wird. Die erste Dimension in der dynamischen Flugsicherheit ist die interpersonale Dimension. Da geht es vom Grund her ganz, ganz stark auch um das Thema mentales Training für Piloten. Das heißt, was kann ich als einzelner Pilot tun, um die Flugsicherheit besser zu machen? Das hat zum Beispiel so ganz einfache Dinge wie zum Beispiel Verantwortungsübernahme, Demut, Sicherheitsbewusstsein, Disziplin, auch so ein Stückchen dieses Selbstverantwortung übernehmen für das, was ich tue und was ich auch vielleicht nicht tue. Ja, das heißt, ich kann ganz, ganz viel selber entscheiden. Die zweite Dimension ist die interpersonelle Dimension. Das heißt, wir haben zwei Menschen, die miteinander im Kontakt sind. Das kann einerseits der Passagier sein, den ich vielleicht als Privatpilot mitnehme, auch wenn es vielleicht ein Fußgänger ist. Aber welche Rolle kann diese Person womöglich spielen, um die Flugsicherheit besser zu machen? Beispielsweise allein, wenn ich der Person sage, Mensch, wenn du beim Rausschauen irgendein Fluggerät in der Luft siehst, bitte sag mir, wo du was siehst, dann kann ich da entsprechend auch darauf reagieren. Vielleicht sieht der Passagier ein Fluggerät in der Luft, das ich als Pilot vielleicht gar nicht wahrgenommen habe. Das kann aber auch der Flugleiter sein, das kann der Fluglehrer sein, das kann der Vereinskollege sein, mit dem ich im Austausch bin, Fehler austausche, mich womöglich gemeinsam weiterentwickle. Das heißt also, wir haben immer quasi zwei Personen, die miteinander zu tun haben. Die gruppenspezifische Dimension, das ist dann die dritte Dimension, da geht es sehr stark um gewisse Interessensgruppen innerhalb von einem Verein oder einem Flugplatz, beispielsweise die Segelflieger unter sich, die Ultraleichtpiloten unter sich oder vielleicht auch die Modellflieger unter sich. Was kann jede einzelne Gruppe tun, um diese Flugsicherheit besser zu machen? Hat zum Beispiel ganz viel mit gemeinsamen Lernen zu tun, über Fehler zu reden, über gemeinsame Flugplanungen zu machen, um einfach zu schauen, Mensch, wenn wir zu diesem Fly-In fliegen möchten oder wir planen vielleicht dieses Jahr in die Alpen zu fliegen, um gemeinschaftlich dieses Thema vorzubereiten, um gemeinsam zu lernen. Um da natürlich auch Fehler zu vermeiden. Ja, das ist auch da wieder die proaktive Ansicht. Punkt Nummer 4 ist die organisationale Dimension. Da geht es sehr stark um die Kultur innerhalb von einem Verein oder von einem Flugplatz. Ein großes und komplexes Thema, aber umso wichtiger, dass man das Thema angeht. Hat ganz viel mit Richtlinien, mit Führungsstil am Flugplatz zu tun, mit Systemen, aber natürlich auch generell, wie wird kommuniziert an einem Flugplatz? Wird über Fehler gesprochen? Spielt das Thema Flugsicherheit überhaupt eine Rolle? Gibt man sich wechselseitig Feedback und so weiter? Und da gibt es ganz, ganz schöne Ansatzpunkte, unter anderem auch mit dem Modell der Nine Levels, wie man quasi die Kultur zum einen messen kann, aber natürlich auch die Kultur entsprechend optimieren kann. Das heißt, egal wo wir anfangen, es ist wichtig, wir müssen anfangen. Ja? Also vom Grunde her, egal ob in welcher Dimension wir starten, aber bitte, liebe Pilotinnen und Piloten, schnappt euch das Thema dynamische Flugsicherheit, weil es ist aus meiner Sicht eine ganz, ganz große Möglichkeit, gemeinschaftlich viel mehr Spaß zu haben. Und ein Kollege von mir sagte mal, Flugsicherheit ist das Richtige zu tun, auch wenn keiner hinschaut. Umso wichtiger ist, dass wir gemeinschaftlich dieses Thema angehen. Deswegen, vielleicht hilft das Buch dazu, erschienen im Motorbuch Verlag, jetzt im April 2024. Würde mich auch freuen über Rückmeldung. Und bitte schaut auch gerne die weiteren Videos in dem Kanal an. Teilt die mit euren Vereinskolleginnen und Kollegen, weil nur gemeinschaftlich können wir das Thema optimieren. Vielen Dank, liebe Grüße, euer Rainer Krumm.